Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. So, heute ist es soweit. Wir pflanzen an für den Herbst. Geht noch nichts. So, ich nachgeschaut, was eigentlich. Aber gut, wir haben ja noch Zeit ein bisschen. Das wisst ihr nicht. So, nein, ich will nicht wirklich. Ja, super da. Da oben ist ein Honig. Ah, das habe ich irgendwie befürchtet. Genau, wir werden das ein bisschen anders machen. Potenzial auf mehr. Genau, die Qualitätssprenkler kann man gleich nehmen, um das gießen zu lassen. Also das auch selber gießen. So, dann noch ein Iridium-Sprenkler, den wir auch noch einsetzen werden irgendwo. So, das heißt, einen von hier hin. Perfekt. So. Dann müssen wir hier neu machen. Gut, dass es heute regnet. Wie schaut es eigentlich aus mit Dünger? Dünger sollten wir diesmal wieder verwenden. Denke ich mal. So. Was pflanzen wir an? Alter, wo ist der Scheiße mehr? Das gibt's nicht. Nutzpflanzen. Wo ist der Herbst? Wenn ich da hängen bleiben muss. Herbst. Amaranth hat 11,43 und braucht 7 Tage. Artischocken. Erst 16,25. Okay. Zahn ist 11,2. Feenrose, Blumen, die brauchen wir auf jeden Fall. Aber gleich mal wegen Blumen. Sonnenblumen. Sommer und Herbst ist da wieder raufgescrollt, das gibt's nicht. Preiselbeeren waren's. Die wir im Herbst pflanzen sollten. So, also, wie viel brauchen wir da? Wir haben 2x18, 16, ne? Die pflanzen wir mal an. Weintrauben für Wein. Nee, den Wein lassen wir aus. Das setzen wir aus. So, für Kohle. Können wir mit Kürbis sonst irgendwas machen? Kürbis-Laterne. Mit einer Fackel. Hat aber keinen Verkaufspreis. Haha. Also nein. Kürbiskuchen. No, definitiv nicht. Kürbissuppe. Nein. Okay. Ich denke mal, dann werden es Preiselbeeren. Oh boy.
Okay, wie viele Sprenkler haben wir noch? Wir haben noch 9 zur Verfügung. Ist nur die Frage, was pflanzen wir noch an? Und gut, wir sollten auf jeden Fall Kürbis anpflanzen. Nehmen wir 4 Sprenkler. Nehmen wir 6 Sprenkler für Kürbisse. Das sind 24 mal 6 sind 444. Muss man schauen, ob wir einen Platz dafür finden. Irgendwo. Habe ich das eh richtig gerechnet? Wir hatten vor 15 mal 24. Ja, das stimmt. Okay. Also 444 Kürbisse. Und ja, die nehmen wir halt auch mit. Dann haben wir noch 3 übrig. Dann machen wir 24 von denen. 24 von denen. Und 24 von denen. Ja, sind ein bisschen mehr, aber ist ja wurscht. Na, da haben wir einiges an Geld ausgegeben, aber das kriegen wir schon wieder rein. Ich kann auch hoffen, dass ich mich da nicht irgendwo vertan habe. Aber ich denke mal, es wird passen. Blumen. So. Machen wir mal die Preiselbeeren und den Dünger. Na, ich habe noch nichts getrunken. Merkt man vielleicht. Sogar genügend Dünger. Zumindest für die Preiselbeeren. Beim Rest, wir hätten das aufteilen sollen auf 360 Stück, damit wir sehen, ob wir alles haben. Und wir müssen das heute noch fertig kriegen. Was nicht ganz so einfach wird, fürchte ich. Okay, komm, Alter. Bleib hin, da. Nein, etwas. Es wäre cool, wenn sie das an Maschinen gemacht hätten, dass man entweder ein Dreierfeld oder gar ein Neunerfeld pflanzen könnte. Auf einmal, ne? Das wäre doch ziemlich cool. Würde viel Arbeit sparen, dass man nicht jedes Feld einzeln pflanzen muss. Haben wir da jetzt alles, ja? Nichts vergessen. Dahinter sieht man ja leider nichts, ne? Fast 2, oder? Mal 1/2 und wir haben noch gerade mal gedüngt und noch nicht mal was gepflanzt. Außer die Blumen. Ja, auf die Blumen sollten wir vielleicht einen Wachstumsbeschleuniger drauf machen. Vielleicht kriegen wir dann einen Blumenhonig mehr. So, haben wir alles erwischt, ja? Danke schon. Jetzt haben wir hier keine Blitzerblätter reingemacht. Hoffentlich werden die Blitzer nicht so viele Pflanzen zerstören. Ja, wenn wir sehen, wie viel es regnet im Herbst.
halb vier. Ja, noch nichts gemacht heute eigentlich sonst. Geschweige denn, haben wir noch nicht einmal die Felder vorbereitet für den Rest. Muss man auch dringend machen. Gerade die Kürbisse brauchen wir so lange. Ja, die kriegen vielleicht auch einen Wachstumsbeschleuniger. Da fehlt der Dünger. Ah, nur werden wir nicht so viel Wachstumsbeschleuniger haben. Ah ja, Eichenholz oder hier von der und Muscheln. Die können wir ja ein bisschen was davon selber craften. Mal sehen. Wo haben wir es vergessen? Shit. Da. Ha. Hinter der Vogelscheuche. Mann. Das ist echt fies. Was lassen wir noch da? Ich will wissen, ob da drei Früchte auch wachsen können. Beziehungsweise einfach austesten, wie viele. Oh Mann. Die Zeit vergeht und vergeht. Das ist falsch. Hier hin. Jetzt ist auch noch dunkel. Das ist schlecht, weil dann sehen wir nichts mehr. So, Korallen brauchen wir. Den Teer, glaube ich, ne? Nein, da brauchen wir das Eichenharz, das wir nicht haben. Oder zumindest nicht in großer Menge haben. Für den Teer brauchen wir die Venusmuschel, die wir nicht haben. Fuck. So, Geschwindigkeit wachsen, Luxusgeschwindigkeit wachsen. So, was haben wir jetzt noch zum Pflanzen? Wir haben einmal noch die Melanzani und den ganzen Kürbis. Darauf, du Idiot! So, jetzt brauchen wir irgendwie 6-mal Iridium-Sprinkler für Kürbis. Abstand lassen. 1, 2. Hier. Abstand für die Vogelscheuchen natürlich. Shit, geht sich das eh aus? 1, 2, das geht sich nicht aus. Shit. Müssen wir woanders hin machen und ich weiß noch nicht wie oder wo. Aber gut, mit der Wachstumsbeschleunigung wird sich schon ausgehen. Schauen wir, was wir den Rest hier noch machen. So ein Schatz, aber...
ist einfach zu kurz. Ja, sicher ist jetzt das verfickte Inventar voll. Das ist ja sowas von logisch. Ja, trink doch den scheiß Kaffee, meine Fresse. Zahn. Da ist auch alles fertig. Scheißdreck ab, den wir mit uns herumschleppen und nicht brauchen. Das hier und das hier zum Beispiel. Wollen wir nicht verkaufen. Die Dinger brauchen wir aber noch. Wieso haben wir so viel Schrott mit die ganze Zeit? Das kommt jetzt auch weg. Das kannst du wieder nicht verkaufen. Heute brauchen wir die Kürbis nicht mehr pflanzen, weil wir können sie eh nicht düngen. Oder man sieht einfach nichts mehr, weil es ist dunkel. Ja, ich will auch nur das verschissene Ei haben. Ja, interessiert mich nicht. Haben wir alles? Ja. Mann. Viel zu wenig Zeit. Uralte Frucht, dass es ein bisschen einfacher ist. Machen wir gleich nochmal. Jetzt kommt der Diamant auch noch oder ja. Zeit, ab ins Bett. Meine Güte. Boah, wir brauchen fast einen kompletten Tag für einen Part. Fast einen kompletten Part für einen Tag. Mann, Mann, Mann. Schon. Sind jetzt natürlich auch nicht gedüngt und kann man jetzt natürlich auch nicht mehr. Das geht so nicht aus. Shit. Was ist, wenn wir es versetzt machen? Gehen sich hier drei in einer Reihe aus und sagen so. Das passt genau. Dann haben wir einen, einen zweiten. Das geht sich genau nicht aus. Ich drehe mich. Alter, willst du mich verarschen? Die wachsen auch schon. Ja, hilft nicht, müssen wir da unten Platz machen. Okay. Pilze. Tut mir leid, wir brauchen hier Platz. Viel Platz. Sehr viel Platz. Macht sich ja dann eh von selbst. Kürbisse, die brauchen eh lange. Relativ lange.
So, mal sehen, ob das reicht. Dann schließlich 10 mal 15 Platz. 10 mal. Ja, passt. Stimmt. So, 150 dann. Aber wir haben ja auch noch 6 Sprinkler dazu, von daher passt das schon. So, hier ran können wir gehen. So. Halt. So und so und so. Gut. Von hier jetzt noch zweimal nach unten. Wir haben es endlich geschafft. Daher. Ja, Inventar ist voll, interessiert mich nicht. Da haben wir natürlich Platz, ne? So. 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Und in die Mitte. Passt. 1, 2. So, einmal muss man das natürlich noch selber gießen. War das sicher schon zu Ende, oder? Natürlich, Freunde, ich bedanke mich für das Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.